Hallo zusammen, da geht's weiter bei God of War. Ja, so langsam geht's drunter und drüber. Im letzten Teil haben wir den Tempel geflippt, wie sie so schön sagen, und haben einen Einigkeitsstein erhalten und sollen jetzt in der Zwischenwelt, die wir betreten, immer wenn wir von einem Portal zum anderen reisen, irgendetwas Bestimmtes tun, um weiterzukommen. Ja, wir müssen nur mal gucken, ob wir auch irgendwo hinreisen können. Okay, also wir reisen gar nicht If you're wirklich weit. thinking about hurling us all into the void, I hope you're quite sure. Wasn't it your idea? Find your own path, right? Bollocks. Tatsächlich, wir müssen jetzt das erste Mal, würde ich jetzt gern sagen, diesen Abgrund runterspringen. Aber mir ist es ja schon mal passiert, weil ich einfach doof war und nicht This is zugehört where Tyr stepped beyond, and the Unity Stone protected him. Ready? Ready. Well, if this is it, lads. It's been an honor. Our faith head. This is incredible! That rock has to be amazing! Oh, how can I be so nauseous without a stomach? Come on, that was great. Look. The tower. I knew there was something down here. Amazing. How do you hide something that exists in all realms? Cast it out of any realm to the space between. Clever old Tyr. Is Jotunheim on the other side? Can't be that. It's not like you go through Vanaheim to reach the Midgard Peak. But how do we use it? I'd suggest we look inside, but stay alert. Tyr's little challenges are never as simple as they appear. I have noticed. Aber es ist tatsächlich der Jotunheim-Turm. Wir haben ihn gefunden. Dann besteht also echt noch Hoffnung, dass wir die Welt der Riesen betreten können. Aber es war ein gewagter Plan, den er gerade hatte, aber der Stein hat uns ja wirklich beschützt. Okay, mal sehen, was wir hier finden. Well, this is sparse. The pedestal. Ja, ziemlich viel finden wir nicht, wie auch Mimi gerade angedeutet hat. Bis auf einen Sockel, wo wir wahrscheinlich diesen Stein reinstecken dürfen. Oh no! It took the stone! The tower! It's absorbing the stone's energy! Something's happening! Is it moving? It's moving! It knows what to do! The stone served its purpose! We're fulfilling Tyr's spell! What happens now? No idea, brother. But after that fall, I'm sure we're past the worst of it. Hätte er das mal für sich behalten, wollte ich gerade sagen. Aber diese Tore an den Seiten, die kamen ihm schon von vornherein irgendwie verdächtig vor. Natürlich werden wir jetzt wieder mit Gegnern zugebombt. Aber der Stein hat auf jeden Fall was bewirkt bei dem Turm. Okay. Ah, aber das ist eine ganz coole Idee irgendwie. Wir reisen mit dem Turm durch die ganzen Welten. Für kurz, wie bei so einem Fahrstuhl. Und dann springt immer ein Gegner dieser Welt rein. Oder mehrere. Also so wirkt es zumindest gerade, als wäre es so. Deswegen haben wir hier auch diese verkackten Dunkelalben. Und auch noch direkt diese Anführer von denen. Die Elite, wenn man so will. Naja, aber die sollten wir auch irgendwann mal besiegen können. Es ist halt nur so scheiße, dass sie fliegen können, weil das nervt. Wirklich. Komm, jetzt stirb. Hör auf, alle Schläge abzuwehren. Oh, und dann weiche ich da aus, wenn ich den finalen Schlag machen will. Aber okay, den haben wir. Obwohl er gerade komisch gestorben ist. So mitten in seiner Aktion noch. Hey, was ist denn das jetzt? Dunkel hier. Schlimm. Ach, diese kleinen Drecksviecher kommen auch noch.
Aber die sind ja relativ fix zu besiegen. Und der hier, der scheint ein bisschen hartnäckiger zu sein. Nee, du alter Sack. Ah, das sieht man in diesem Schlag ausweichen. Daher mag ich den so gerne. Da bin ich ja so schön zerteilt dabei. Und der braucht man halt so lange, um zu aufzuladen. Aber seht ihr, ich versuch's die ganze Zeit, aber es klappt einfach nicht, weil die sind zu flink. Am besten wäre vielleicht, wenn Atreus dann irgendwie stunnen könnte, aber das geht auch nicht so wirklich. Ja, aber es scheint wirklich gerade so zu sein, dass wir durch diese Welten reisen. So, hier müssten jetzt wieder irgendwelche Eisviecher kommen. Ja, da sind sie auch schon. Dann machen wir die halt auch schnell kalt. Versteht ihr? Kalt wegen Eis und so. Ist ja auch egal. Ja. Aber da sind die Chaosklingen immer noch am besten für geeignet. Auch für diese dicken Berserker. Die meinen, sie hätten was drauf. Was sie aber ganz eindeutig nicht haben, wie man hier so schön sehen kann. Und weg mit dir. Sehr gut, Atreus. Lenkt sie ab, indem sie sich einfach auf sie setzt. Es gibt uns die Möglichkeit, sie weiter anzugreifen. So, komm her. Stirb endlich. Ach, geht doch. Ja, das hat er recht. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Na, Muspelheim? Na. Da ist jetzt natürlich die Frage, das könnt ihr mir vielleicht beantworten. Vielleicht seid ihr schlauer als ich. Hätte der, ich sag jetzt mal, Aufzug hier auch gehalten, wenn ich Muspelheim nicht besucht hätte? Weil das war ja eine optionale Welt. Das heißt, Niflheim müsste ja dann auch noch kommen. Okay, ein Oger und ein Troll haben wir diesmal. Zum Glück können wir den einen mit dem anderen ein bisschen schwächen. Auch nicht zu viel. Weil die werfen einen ja gerne mal wieder ab. Deswegen verreckst du jetzt erstmal. Haben wir ihm ein bisschen Schaden gemacht. So, dann nehmen wir uns erstmal die kleinen Viecher vor. Ah, du kommst auch noch ran. Tot. Wow. Das war knapp. Aua. Wisst ihr, weil vielleicht könnte man sich dann so ein, zwei Ebenen sparen, wenn man Muspelheim und Niflheim nicht besucht. Was ich ja, wie ich schon angekündigt, bei meinem nächsten privaten Durchgang habe ich mir schon vorgenommen, dass ich diese beiden Welten komplett ignorieren werde. Spätestens dann kann ich es mir selbst beantworten, aber ich weiß nicht, wann ich es nochmal spielen werde. Wobei ich eh nochmal vorhatte, die ganze Reihe mal komplett zu spielen. Bam. Schön. Okay, war das der letzte Gegner von denen? Ja. Gut, es geht weiter. You stopped. I think it's over. Aye. But where are we? Okay, also Niflheim hat es nicht gehalten. Vielleicht einfach so, vielleicht ist es storymäßig so, vielleicht ist es aber auch einfach, weil ich mich nicht wirklich lange in dieser Welt aufgehalten habe und da nicht so wirklich viele Quests erledigt habe, weil sie mir einfach zu doof waren. Ich weiß es nicht, vielleicht wisst ihr eine Antwort. Aber wir sind auf jeden Fall jetzt da, wo auch immer. Wir machen einfach mal die Tür auf und dann sehen wir ja, wo es uns hin verschlagen hat. Look, we're back in Midgard. There's the bridge. We did it. The tower's back where it belongs. Now Tyr's travel room can take us to Jotunheim. How did Tyr do this? Odin suspected the giant secretly possessed some remnant of primordial Jotnar creative essence, the stuff all realms were made of. The Unity Stone must have been fashioned from that essence. To trust an outsider with it, even Tyr, tells you just how desperate they were. And look, now we can finally light all the braziers and see what happens. Another name. Glóindor. Why the arcane runes? Perhaps we're meant to find something in Muspelheim and Niflheim.
Ach, ich glaube, ich weiß, was ich jetzt gerade vorhab. Ja. Also ich glaube, den Rest des Parts werden wir jetzt gerade damit verschwenden, dass ich nochmal alle diese Tempel besteige und die ganzen Feuerschalen anzünde. Weil Atreus jetzt die Fähigkeit haben sollte, wirklich alle Runen zu lesen nach der Zeit. Weil bei manchen ging es vorher ja noch nicht. Und ja, gut, machen wir das halt noch schnell. Ne, damit wir wenigstens das haben, dann haben wir so eine optionale kleine Nebenmission auch beendet. Und ihr seht, die meisten sind ja eh schon an. Nur ein paar halt noch nicht, wie der da hinten. Muss man halt auch immer erst gucken, wie man draufkommt, aber meistens ist das ja kein Problem. Oh yes. Well, what happened after Hrungnir fell slain upon Thor was that nobody in the court could get the stone body off of him. Thor was no use at this point. His brain rattled, his breath shallow. But none of Odin's men were nearly strong enough to help. Then enter little Magni and Modi, no taller than shrubs. And while nobody but myself was looking, they flipped over Hrungnir's corpse and freed their father. Magni, being blonder, got all the credit. And Modi remained bitter about it from that day to the end. Which I don't need to tell you about. Ja. Aber ist mir jetzt auch egal, weil wir sind beide tot. Also, wen interessiert's noch? So, dann fahren wir jetzt nochmal schnell nach oben. Ich habe mir da natürlich erhofft, dass ich dafür irgendwas Cooles krieg. Ich glaube es aber nicht. Aber ich bin mir da auch nicht mehr sicher. Another name. Da, 6 von 8 entzündet, 2 fehlen also noch. Da hinten ist auf jeden Fall eine und daneben war, glaube ich, direkt die andere. So. Und vielleicht ergibt das ja dann auch ein schönes Gesamtbild, wenn ringsherum die ganzen Feuerschalen brennen. Man muss ja auch ein bisschen Ästhetik mitbringen. Und Style. Egal wo man ist. So, also wenn Mimir jetzt gleich nicht anfängt, eine Geschichte zu erzählen, erzähle ich eine. Ich weiß zwar noch nicht was, aber. That dragon, that's Baldur's, isn't it? Yes. And you brought it down. To save me? It was very heroic. Ja, so sind wir halt. Das war aber ein krasser Drache. So ein gepanzertes Ungetüm. Aber er hatte auch keine Chance gegen uns. So, okay. Dann noch hier hoch. Kratos guckt währenddessen ein wenig grimmig. So, lies mal. Ja, okay, fehlt nur noch eine. Und die ist direkt da hinten. Gut. Dann haben wir das. Und dann, ja, soweit ich weiß, müsste es dann echt schnurstracks aufs Finale zugehen. Jetzt bin ich hier runtergefahren. Ich sehe dann, dass man da gar nicht bis nach unten zum Wasser kommt, was auch ein bisschen doof war. So zu dem Zeitpunkt, dass man halt nicht mehr umdrehen kann. Und da ist der Drache, deswegen haben sie ihn gerade erwähnt. Da liegt er auf dem Berg. Tot. Ja. Haben wir gut gemacht, oder? Ich meine, das arme Tier, das kann eigentlich nichts dafür. Aber es war immerhin Baldurs Tier und Baldur ist ja ein ziemlicher Penner. Der zugegebenermaßen auch ein schweres Schicksal hatte, was wir auch erfahren haben in Hel, dass er von seiner Mutter, die ja Freya ist, verflucht wurde, weil sie wollte, dass er nie wieder, dass ihm nie wieder Leid zufügt und ihn damit verflucht hat, dass er nie wieder Schmerzen spürt oder andere Dinge. Einfach nur eine leere Hülle ist. Amir, why did you work for Odin if he's so horrible? It's my career! And if you mean to make your career as a counselor to kings, you can't very well rule out petty maniacs. Available positions are scarce enough.
My first master was a cruel piece of work as well, but I learned through him the enduring power of wit, which served me well with kings and gods alike. I couldn't have been much older than you when I started. A fairy king's errand boy and unofficial jester. By night, my mates and I had the run of the forest. Good fellows, they called us. Knavish sprites to the last. We'd get up to all manner of mischief, making fools of the local mortals. But as long as our lord was kept amused, we were spared the consequences. Oh. Then one day he was not amused, and I saw fit to move on. Thankfully, the ages and roads travelled since then have turned me from that merry wanderer into the paragon of virtue you see before you today. Ja, es hat definitiv alles dazu beigetragen, diesen Charakter zu formen. Aber schön zu hören, dass er auch mal schöne Zeiten hatte. Zwar immer gepaart mit ein bisschen schlechten Sachen, aber auch mal schöne Momente. Auch wenn es nur dadurch erlangt wurde, Menschen zu verarschen. Aber das kann ich mir bei ihm gut vorstellen. Hilder, that should really help us fight the rest of the corrupted Valkyries. Ah, ein Zauber für die Valkyren. Ja, das könnte tatsächlich sehr nützlich sein, wenn ich die Valkyren jetzt noch besiegen würde, was ich aber nicht mache. So, das soll es für diesen Part aber auch gewesen sein. Im nächsten, gucken wir dann weiter, ob wir jetzt wirklich nach Jotunheim kommen oder nicht. Und ja, mal abwarten, was noch so kommt. Deswegen war es das für diesen Part und bis zum nächsten Mal. Bis dann.